How to train your dragon. Dragon ein Gleichgewicht. Hätte ich das ein bisschen früher gesehen. Oh mein Gott. Hallihallo Leute, hier ist wieder Europi. Hey, hey, hey. Guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe es doch gut. Ja, und ihr seht schon, wir machen heute wieder weiter mit How to Train Your Dragon 2. Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und zwar mit dem Cloud Jumper. Woo, woo, woo. Und ich weiß, ihr seid da scharf drauf. Denn wir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben. Jungs und Mädels, wo sagen, Rupi, pack doch um Himmels Willen den Cloud Jumper aus. Der ist so hammermäßig. Und ich darf euch sagen, wir haben so viele YouTuber, Jungs und Mädels geschrieben, auch ältere, erwachsene Leute, die so begeistert sind von diesem Film, von diesen Figuren, dass ich natürlich gern auch die jetzt auspacke. Also es werden in nächster Zeit verstärkt Figuren aus Drachenzähmen leicht gemacht kommen, definitiv. Und es gibt auch noch einige Überraschungen, da dürft ihr euch freuen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich für eure vielen, vielen Zuschriften. Der reine Wahnsinn. Und Leute, seid mir bitte nicht böse, wenn ich euch teilweise nicht zurückschreibe. Ich kann es einfach nicht, einfach von der Zeit her. Ich bin froh, wenn ich hier diese Videos machen kann. Aber wisst ihr, ich habe noch so, so viel andere Dinge zu tun. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Zeit finde, die Zeit habe, diese schönen Figuren hier alle vorzustellen. So. Unter anderem waren bei den ganz, ganz vielen Zuschriften auch eine YouTuberin dabei, Sabis6111. Die hat mir unter anderem geschrieben, dass sie das deutsche How to Train Your Dragon Wiki leitet und hat dadurch natürlich ein großes Allgemeinwissen über diese Drachen. Und die hilft mir auch ein bisschen, indem sie mir einfach ein paar zusätzliche Informationen zu den einzelnen Drachencharakteren hier geschrieben hat. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, finde ich Weltklasse. Wie schon gesagt, es kommen noch einige Drachen. Wenn du mir noch ein paar Infos hast, herzlich willkommen. Hey, also finde ich ganz großartig. Ja, Cloud Jumper, der Wolkenspringer bzw. Sturmschneid, speit Feuertornados. Und wie ihr alle wisst, hat er 4 Flügel. Das ist ja schon mal der absolute Hammer. Mit diesen 4 Flügeln kann er wie ein Kolibri schweben. Und natürlich auch extrem enge Kurven fliegen. Sturmschneiddrachen sind übrigens sehr, sehr stolz und selbstbewusst. Und wie schon gesagt, wenn sie alle 4 Flügel ausgefahren haben, dann sind sie äußerst beweglich und präzise. Und da hat er übrigens auch sehr, sehr scharfe, hakenförmige Greifer an den Spitzen der Flügeln. Und die sind damit so gewandt, dass sie zum Beispiel auch hier eine Drachenfalle öffnen können. Hallo, ist das praktisch oder was? Oder eine Fischdose oder sonst irgendwas. Hey, das hat auch nicht jeder Drache. Cool. Und über seinen Augen, das werdet ihr noch sehen, befinden sich 2 große Hörner. Überhaupt erinnert das ganze Gesicht ein bisschen an eine Eule. Und er kann auch seinen Kopf tatsächlich wie eine Eule um 180 Grad drehen und wenden. Weiterhin interessant ist, dass sie sich ähnlich wie der rieselhafte Albtraum bewegen und zum Beispiel Schuppen haben wie ein Fisch. Und als ob das nicht alles wäre, ist Wolkenspringer der zweitschnellste Sturzflieger aller Drachen. Nur der Nachtschatten, also ohne Zahn, ist noch ein bisschen schneller. Also das mal hier ein paar Fakten zu Wolkenspringer. Also ein wirklich hammermäßiger Drache. So, und das schauen wir uns jetzt alles hier mal in Ruhe an. Okay, also hier haben wir's. Cloud Jumper Power Dragon. Die Flügeln verdoppeln sich. Wir haben sie in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sprachen. Wow. Auf Englisch Double Wing Transformation. Das Ganze kommt natürlich wieder von Spin Master und hier schaut euch das Bild an. Ist ja spektakulär, oder? Laut diesem Bildchen hier flattern die Flügel wie blöde. Und es ist schon toll gemacht mit seinen doppelten Flügeln. Ne? Hier könnt ihr sehr schön sehen. Ja, alleine schon die beiden Flügel hier übereinander sehen schon aus, als ob er am Fliegen wäre. Ne? Als ob so blub nach oben und unten geht. Cool. Hat auch einen ganz, ganz langen Schweif hier hinten raus, der hinten noch breit wird. Boah, das ist schon ein cooler Drachen, wirklich. Und ich könnte euch auch schon sagen, wer diesen tollen Drachen im zweiten Teil reitet. Aber das wäre gespoilert, darum sage ich mal gar nichts. Und ihr seht schon, wir haben hier eine riesen Flamme dabei. Die werden wir nachher wahrscheinlich noch in Einsatz sehen. Was heißt wahrscheinlich in Sicherheit? Hier noch ein tolles Bild von Ohnezahn und Hick, sage ich jedes Mal. Was eine hammermäßige Grafik, toll. Und dann noch das Logo DreamWorks, How to Train Your Dragon 2. Drachenzähmen, leicht gemacht. Dann hier an der Seite Cloud Jumper, Power Dragon.
mit diesem schönen Icon von Ohne Zahn. Das ist toll gemacht. Hier ebenfalls nochmal der Name und die Bezeichnung Power Dragon. So, auf der Unterseite, schaut mal, hier haben wir wieder Abbildungen, ausnahmsweise. Und zwar sehen wir hier schon Abbildung Nummer 1. Er kann tatsächlich Feuer speien, beziehungsweise diesen Feuerpfeil hier abschießen, indem wir es hier, wie auf der Abbildung 1 zu sehen, in sein Maul hier reindrücken. Und wenn wir auf seinen Kopf drücken, dann speitert es wieder aus. Bin mal gespannt, wie weit das ganze Ding fliegt. Ihr wisst schon, beim letzten Geschoss von Ohne Zahn musste ich das suchen. Das hat es hier durch die ganze Halle gewirbelt. Das war schon der Knaller. So, dann haben wir hier noch eine Abbildung. Und ihr seht schon, die Flügel sind rot, die Beine sind rot. Und ihr seht die Pfeile. Das heißt, wenn wir die Hinterbeine zusammendrücken, dann bewegen sich die Flügel hier wie wild auf und ab. Mal gespannt, ob das in Wirklichkeit auch tatsächlich so ist. Wir werden sehen. Dann noch ein Blick auf die Rückseite. Boah, hier ganz groß. Double Wing Transformation. Die Flügel verdoppeln sich. Und dann hier atemberaubendes Feuergeschoss. Natürlich auch in vielen, vielen Sprachen hier abgebildet. Und schaut euch das Bild hier an. Also der flattert hier wie verrückt. Cool. Also bin ich mal wirklich gespannt, wie das in Action aussieht. Hier haben wir noch ein paar Drachen zu sammeln. Den werden wir uns noch anschauen. Den haben wir uns schon angeschaut. Der ist heute dran. Den weiß ich gar nicht, ob ich ihn habe. Fleischklöpfchen. Er wird definitiv noch kommen. Und ihn haben wir auch noch. Also dürft ihr euch drauf freuen. Dann hier DreamWorks Logo, Spin Master Logo. Und hier nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Hat das CE-Zeichen, hat das Löwen-Logo. Den grünen Punkt und dieses Zeichen, wovon ich immer noch nicht weiß, was es bedeutet. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr das wisst. Auch interessant hier bei der Abbildung, seht ihr das? Das hier ist ein blauer Flammenpfeil. Das ist eine falsche Produktabbildung, denn wir haben hier einen roten Pfeil. So, und jetzt würde ich sagen, dann packen wir den mal aus, weil ich will den jetzt endlich mal in Action sehen. Ein oder zwei Leute haben auch geschrieben, Mann, Rupi, red nicht immer so viel. Doch, doch, Leute, doch. Die Figuren sind's einfach wert. Ich kann eine Figur nicht einfach so nehmen, rausreißen, zeigen und wieder nach 2 Minuten ausmachen. Das ist doch Quatsch. Das sind tolle Figuren, die kosten ihren Preis und die sind's auch wert, dass man sie richtig schön beschreibt und zeigt. Alles andere ist in meinen Augen oberflächlich. Also, Leute. Ihr müsst euch wirklich damit abfinden, dass der Rupi immer ein bisschen mehr quatscht und auch längere Videos macht. Das werde ich definitiv nicht ändern. Ich werde hier alles sagen, was zu sagen ist, was mir dazu einfällt. So what? Okay, auch diese Verpackung braucht ihr nicht kaputtreißen. Ihr könnt einfach diese Rückseite bzw. Vorderseite ablösen. Das machen wir jetzt gleich. Und dann könnt ihr den Drachen hier schön ablösen von dem Karton. Und ich sag's nochmal. Diese Drachen hier wurden nicht mit einem Draht befestigt, sondern mit einer schwarzen Schnur. Und was ich auch hier sehr schön finde, ist, dass man hier extra noch so eine zusätzliche Plastikbase gemacht hat, eine Plastikstütze, damit man die Füße hier nicht verletzt oder einquetscht und damit die Feuerflamme hier ebenfalls noch einen sicheren Sitz hat und nicht von der Verpackung abfallen kann. Okay, dann würde ich sagen, wird's Zeit für Freund Cuttermesser. Hallo Cuttermesser. Hallo Rudi. Hey, wie geht's? Sweet. Du willst schneiden, gell? Yippie. Also los geht's. Okay, also ihr seht schon, hier sind nur ein paar Klebestreifen dran und die braucht ihr hier nur durchzuschneiden. So, das heißt, ihr verletzt den Karton hier überhaupt nicht. Ja, sprich, wenn ihr die Figur mal irgendwann wieder einpacken wollt und weiterverkaufen, denn ihr wisst, im Originalkarton kriegt ihr immer ein bisschen mehr Geld. Dann könnt ihr die Figur hier wunderbar wieder reinmachen. Und ist doch schön. Was wir allerdings hier machen, weil eine Flamme drin ist, wir müssen dieses Plastikteil tatsächlich ein bisschen wegreißen. Sonst kommen wir nicht an die Flamme ran. Das ist natürlich wieder ein bisschen schade. Okay, also hier einfach auseinander machen. Und seht ihr das? Hier sind die Schnüre. Die Schnüre können wir hier lösen. Ganz einfach hier aufziehen. Mehr ist es nicht. Ist kein Hexenwerk. Ihr seht schon. So, das war's schon. Und somit ist unser Drache auch schon lose. So, hier haben wir ihn. Die Schnüre noch wegmachen. Jawohl. So, und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Okay. Also, was ist das hier unterm Flügel?
Das ist wie ein bisschen Staub oder angelaufen. Ihr wisst ja, manches Plastik, mancher Kunststoff läuft irgendwie ein bisschen an. Das ist wie so Mehltau bei Pflanzen. Und wenn ihr mit dem Finger wieder drüber reibt, dann ist das weg. Aber schaut es euch mal an, ist toll, oder? Ganz transparente Flügel. Ihr seht meine Hand runter durch. Ah, das sieht schon toll aus. Ich finde es klasse. So, und die Beine hier, die sind an den Flügeln hier mit dran gegossen. Ja, also sind nicht am Drachen direkt dran, stehen ein bisschen neben dem Körper. Das sieht jetzt ein bisschen sonderbar aus, wenn er mich fragt. Okay, damit sind auch die Beine hier ein bisschen transparent. Aber auch nur ein bisschen, weil sie natürlich dicker gegossen sind. Dann hier natürlich, schaut euch sein Gesicht an. Dieses eulenähnliche Gesicht, so wie es zumindest beschrieben wird. Ja, und Eulen haben ja wie so riesige Augenbrauen. Das ist hier in Form von diesen Hörnern gelöst. So sieht es aus. Und wenn ich das Maul öffne, ihr könnt den Kopf nach hinten klappen, dann seht ihr auch schon das Loch, wo wir die Flammen dann reinschieben können. Und wenn man da hinten drauf drückt, dann wird die Flamme losgeschossen. Okay, also so sieht das Ganze aus. Die Flügel hier schauen wir uns auch ein bisschen an. Schön hier modelliert, sieht alles ein bisschen ledrig aus. Man erkennt auch hier schön die Flügelknochen. Die Form von den Flügeln ist sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier an der Hinterseite noch diese Flügelhautlappen, die hier dran sind. Schön gemacht. Dann hat er auch hier so Rückendornen, die wurden hier aufmontiert, angeklebt und die ziehen sich hier über den Schweif fort. Auch hier seht ihr, hier sind Löcher drin, das heißt, wir haben hier einen Draht drin, ihr könnt den Schwanz verbiegen. Seht ihr das? Dann ist der Drachen gleich doppelt so lang wie in der Verpackung. Ihr könnt ihn auch wieder so hochbiegen. Ja? Also so wie ihr wollt, könnt ihr euch das hinbiegen, da ein Draht drin ist. Also, cool, gefällt mir sehr gut. Dann auch der hintere Schweif, dass es hier so breit wird. Boah, klasse. Hier hat man noch extra mit Weiß reingebrusht, damit es nicht nur einfarbig in diesem Rotbraun hier ist. Und ihr seht, dieses Rotbraun zieht sich hier über den Körper. Der Kopf selber, der geht dann ein bisschen mehr ins Lila. Also für mich ist das nicht mehr wirklich braun. Für mich ist das tatsächlich ein bisschen mehr, ja, lila mit einem Hauch von Braun drin. Ja, und die Unterseite, hier hat man auch dieses Weiß entlang gesprüht. Ihr seht hier die Schrauben, die mir ein bisschen weniger gefallen. Daher bin ich kein so ein Fan von Actionfiguren. Aber das auf der Unterseite ist, ist es durchaus zu verkraften. Auch hier sieht man ein paar Rillen von den Schuppen hier. Und dann seht ihr ja auch an der Seite diese Fischschuppen, was ich euch am Anfang gesagt habe. Ja, ziehen sich auch hier über den Rücken. Kann man hier, glaube ich, schön erkennen. Also ein wirklich interessanter Drachen mit einer schönen Größe. Ich werde ihn auch gleich noch ausmessen. So, was haben wir hier denn alles für Stempel drauf? Hier habe ich wieder eine Nummer. 40311AFS. Und dann haben wir hier noch einen Aufdruck auf dem Flügel. Und wenn ich es richtig lesen kann, ist es 66574 ohne Gewehr. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Copyright 2014 DWA LLC, DWA steht für DreamWorks Animation, dann nochmal ein Copyright, SML glaube, ne? Spin Master Limited und Made in China. Und hier seht ihr auf dem Flügel irgendwie, ne? Seht ihr das? Dieses glänzige? Tja, das ist irgendwie so ein Plastikfleck, keine Ahnung. Und das Angelaufene habe ich schon weggewischt. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus, das ganze Ding. Wie schon gesagt, der Schweif hier hinten gefällt mir auch richtig gut. Finde ich toll, dass der so ausladend und groß geworden ist. Boah, cool. Also, ein echt cooler Drachen. Schön gemacht. Schaut es euch an. So sieht das ganze Teil hier aus. Von der Seite auch wirklich spektakulär. Und wie schon gesagt, den Schweif hier, den könnt ihr euch so hinbiegen, wie es euch gefällt. Wunderbar. Flexibel, ihr könnt natürlich auch seitlich machen, ne? So wie ihr seht. Ich finde es am schönsten, wenn er so gerade nach hinten steht. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Hier seht ihr auch noch irgendwie eine Art Befestigung, so wie das für mich aussieht. Kann man da eine Figur draufsetzen? Ich kann es euch nicht sagen, aber das seht ihr, ne? Hier steht extra noch so ein Teilchen hoch. Wenn ihr wisst, für was das ist, für was anderes als für eine Figur, dann sagt es mir gerne Bescheid. Vielleicht ist es auch nur eine Funkantenne. Ja, Walkie-Talkie, gibt es heute überhaupt noch?
oder für einen besseren SMS-Empfang? Leute, ich habe keine Ahnung. So, also hier, Wolkenspringer. Toller Drache, hammermäßig, schön gemacht, fällt mir auch wieder gut. So, bevor wir den jetzt in Action bringen, wollen wir mal vermessen, wie groß ist der überhaupt? So, schaut es euch an, kriegen kaum aufs Bild. So, Meterstab. Hallo Freund Meterstab. Hallo Ruppi. Hey, Stimmbruch oder was? Okay, wir haben hier eine Länge, Moment, ich messe von der Schwanzspitze bis vorne. Boah, 27,5 cm in der Länge. Wuh, das ist eine Größe. Nicht schlecht. Was haben wir für eine Flügelspannweite? Ich messe es an den oberen Flügel, Spitze zu Spitze. Leute, 31,8 cm. Boah, was ein Riesenteil. Schön, eine tolle Größe. Hey, ja, da kann man echt nichts sagen. Unser Sturm schneit. Unser Wolkenspringer. Oder Cloud Jumper, Power Drache. So, und jetzt drücke ich mal die beiden Beine hier unten. Und ihr seht schon, wuh, geht das ab. Könnt ihr sehen? Cool, das nenne ich jetzt mal Flügel-Action. Das ist klasse. Der flattert echt wie eine Libelle oder wie ein Kolibri. So sieht es aus, ne? Klasse, cooler Effekt. Und wenn ich noch ein bisschen schneller mache, dann... dann hebt er ab, der hebt er ab. Hallo Leute! Oh, ich muss wieder runterkommen. Bisschen langsamer. Oh, jetzt bin ich wieder da. Also Leute, wenn ihr da zu schnell macht, dann hebt er ab. Leute, das ist echt heftig. Wow, cool. Also, super. Das nenne ich mal Flügel-Action. Klasse. Schaut mal, so sieht's von hier aus. So, von hinten. Auch cool, ne? Also entsprechend schnell ihr das macht, umso krasser sieht es auch aus. Echt schön. Cool. Also, das ist doch eine schöne Action-Geschichte hier. Jetzt ist mir auch klar, warum die Füße so weit außen sind. Dann wäre der Mechanismus wahrscheinlich nicht zu kompliziert geworden. So, okay. Ah, diese hinteren Flügel, die hat man hier einfach durch so einen Schlitz hier durchgezogen, reinmontiert. Seht ihr das? Kann ich ein bisschen hin und her bewegen. Ist übrigens total weich. Könnt ihr auch bewegen, ja, zusätzlich noch flattern. So, und damit ihr die Transparenz noch ein bisschen besser seht, habe ich hier noch eine Taschenlampe. Hallo? So, halte ich jetzt mal drunter, könnt ihr schön sehen. Sieht es toll aus? Ich finde, es sieht toll aus. Wow, cool. Also, richtig schönes Feature. Klasse, tolle Actionfigur. Ja, und ihr wisst, was kommt, ja? Ihr wisst, was kommt. Cloud Jumper, du weißt auch, was kommt. Oh yeah, Baby! Okay, also, Freund Schachtel. So, und da haben wir jetzt dieses Ding drin. Puh, jetzt muss ich das echt ein bisschen kaputt reißen. Ah, ist ja tragisch. Kann ich es von der Rückseite? Nö, kann ich nicht. Aber da ich die Figur eh nicht mehr verkaufen werde, sondern behalte... Bis ich ins tiefe Grab steige! Kann ich das auch kaputt machen. So, bisschen aufreißen. Jawohl, dicke Rupi-Finger. Noch ein bisschen hochziehen. So, und da haben wir auch schon die Flamme. Okay, also seht ihr, alles halb so wild. Man sieht kaum was. Dann kann man die Flamme wieder drunter tun. So, die Flamme. Schaut es euch an, so sieht es aus. Ist auch so ein bisschen, ja, so halbtransparent. Nicht ganz transparent. Ein giftiges Rot. Sieht richtig feurig aus. Hier vorne ein paar Flammen angedeutet, ganz einfach hier, damit es einrasten kann im Maul. Ja, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, wo der Pfeil hier hinfliegt. Vielleicht in die Nachbargemeinde oder so irgendwie. Boah, muss ich aufpassen. Da habe ich aus dem letzten Mal wirklich dazugelernt. Also, hier ist die Öffnung. Hier können wir es so reinschieben. So. Oh, sie steckt. Sie steckt. So sieht's aus mit Flamme. Hier, Cloud Jumper, Wolkenspringer mit Flamme. Boah, cool, oder? Das sieht schon gut aus. So, nicht schießig. Nee, natürlich nicht. Ah, ich muss jetzt irgendwie, wisst ihr was? Ich setze mal hier jetzt runter. Geh mit der Kamera ein bisschen runter. So, jawohl. So, noch ein bisschen zurück. Könnt ihr das gut sehen? So, und jetzt tue ich mal hier auf den Kopf drücken. Halt links meine Hand hin. Und Leute, Achtung, Feurio. Hey, cool, jawohl, habt ihr das gesehen? Also, fliegt nicht ganz so weit wie beim ohne Zahn, Achtung. Woo.
Das tut auch jetzt nicht weh, wenn ich mir das in die Hand reinschieß. Also von dem her ist schon relativ schwach. Pack! Jetzt werde ich mal testen, wie weit das Ding tatsächlich fliegt. Ich würde jetzt mit euch rausgehen, aber draußen regnet's. Das ist blöd. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal kurz einen Schritt zurück in die Halle. Nee, oder wisst ihr was? Ich schieße das jetzt einfach hier gegen die Rückwand hier. Da kenne ich nichts. Moment. So, jetzt Achtung, hier. Cloud Jumper, Wolkenspringer. Im Vordergrund, im Anschlag. So sieht's aus, wenn der geheimnisvolle Drachenreiter auf dem Rücken des Drachen sitzt. Und sagt, Freunde, Achtung! Woo! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Also das Ding fliegt so ungefähr, so 3 Meter. 2-3 Meter fliegt es, weiter nicht. Moment, ich hol's wieder. So, steck's ihm nochmal rein ins Mäulchen. Njam, njam, njam. Okay, jetzt schieße ich es nochmal los. Bisschen flacher. Es berührt nicht mal die Wand da hinten. Also, seid ihr bereit? Achtung! Oh, das war, ne, das war noch schwächer. Das war jetzt gerade mal, was waren das jetzt? Das waren es vielleicht 60 Zentimeter. Oh je, Moment, ich hol nochmal. So, jetzt machen wir es nochmal. Nochmal reinstecken und jetzt tue ich ein bisschen entschlossener draufdrücken. Achtung, Leute, nochmal. 3, 2, 1 und. Wow, also, habt ihr es gesehen? Jetzt war es ein bisschen weiter. So, also mehr ist es nicht. Was mir gefällt, die Flamme ist hier vorne relativ rund. Also ihr könnt niemandem wehtun damit. Ja, selbst wenn ihr direkt neben euer Kumpel oder neben eurer Freundin steht und die anschießt, tut es nicht weh. Das pfetzt nicht mal. Pfetzen? Also mir sage hier Pfetze. Oh, der hat gepfetzt. Wie sagt man da bei euch? Gezwickt? Gepiekst? Keine Ahnung. Also es pfetzt nicht. Das hier für alle Eltern kann man ruhig kaufen. Aber hier, Leute, wenn ihr so Zeug macht, wenn ihr das schießt, auch wenn es nur so schwach ist, niemandem in die Augen schießen. Ja, bitte, hier, erhobener Zeigefinger vom Rupi, niemandem in die Augen schießen. Das dürft ihr nicht machen. Also, schaut's euch an. Cooler Drachen, Wahnsinns Flügel-Action. Hier, muss wieder aufpassen. Ich mache ein bisschen schnell. Oh, da geht's schon wieder hoch und runter. Liebe Zeit, müsst ihr aufpassen, nicht zu schnell machen, sonst hebt er ab, sonst fliegt er hier durchs Kinderzimmer. Und wenn ihr ein Dachfenster habt, dann fliegt er aus dem Haus raus. Ganz gefährlich. Boah, müsst ihr aufpassen. Aber schaut's euch an. Wuh, das Bild sieht doch cool aus, oder? Hier, Wolkenspringer, Cloudjumper mit Flügel-Action. Und wisst ihr was, da das Ding nicht weit fliegt, ich schieß das jetzt hier knapp an mir vorbei. Aber Leute, nicht selber machen. Achtung, Achtung, Moment, ich halte ihn weiter weg. Und jetzt, Achtung, 3, 2, 1. Wuh! Scharf am Rupi-Ohr vorbei. Moment. So, also, schön. Muss unsere Putzfrau morgen schon nicht die Halle durchsuchen nach dem Pfeil. Okay, Leute, hey. Ich denke mal, das war's auch schon. Hier, Cloud Jumper, tolle Actionfigur. Sein, Moment, wie hieß es? Muss ich nochmal hier auf die Verpackung gucken. Atemberaubendes Feuergeschoss. Ja, Leute, das ist Werbung. Ich würde da hinschreiben, eine Heuschrecke springt ein bisschen weiter, als dieses Geschoss hier fliegt. Also, ist ein harmloser Spaß. Auf jeden Fall eine sehr schöne Actionfigur, nett gemacht, gefällt mir richtig gut. Ungewöhnlicher Drachen, das liebe ich. Ungewöhnliche, außergewöhnliche Drachenfiguren und die findet man hier bei Drachenzähmen leicht gemacht. Schön, echt klasse. Ja, Leute, damit sind wir auch schon beim Ende. Schade, wie die Zeit immer schnell rumgeht, aber ich glaube, sie ist schon wieder eine halbe Stunde, ne? Also, wisst ihr was? Ich stelle ihn jetzt hier nochmal auf den Tisch. Mit der Flamme im Anschlag. So. Und jetzt gehen wir hier mit der Kamera noch ein Stückchen zurück. So, dann habe ich ihn ganz drauf. Unseren Cloudjumper, unseren Wolkenspringer, Sturmschneid. Jetzt mal gucken. Ist der schön in der Mitte? Ja, so wird's gut. So drehe ich den jetzt mal. So, dann könnt ihr euch nochmal anschauen. So sieht das Ganze aus. Also, schöner Drachen, tolle Flügel-Action. Und wie schon gesagt, mit der Flamme könnt ihr ein bisschen schießen. Nicht weit, aber ist nett. Es ist ja auch zum Spielen gedacht. Eine nette Actionfigur. Also ich kann es jedem empfehlen, wer die Figur noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kaufen. Habt ihr wirklich was davon? Schönes Merchandising zum Film. Hey, ja Leute, ist es nicht schön?
Ja, und ich würde sagen, mit diesem Bild möchte ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. So. Das war mein Unboxing zu Cloud Jumper, der Power Dragon, ein Wolkensprenger, Sturmschneid. Tolle Actionfigur von DreamWorks, How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Ja, also ihr Lieben, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich sage wie immer, ciao, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Ruppi. No!